Hallo Jungs, willkommen zu einer neuen Runde von Fall Guys zusammen mit Lisa. Hallo. Und diesmal mit, also ihr habt euch ja ein neues Fall Guys gewünscht, aber ihr habt gesagt, wem benutzt noch einmal, also wir Lisa benutzt noch einmal dieses Mikro. Deswegen, hast du weggetan? Ja, ich hab's weggetan. Sie hat ein neues Mikro, wir probieren es mal aus heute. Viel Spaß. Es geht wieder los. Boah, ich hab diesen mittleren Startplatz und bin in der ersten Reihe. Ich bin ganz hinten. Wenn das nix wird, dann muss es bei mir liegen. Ey, du bist auch runtergefallen. Aber jetzt in Season 2 gibt es diese Mini-Veränderung, ne? Dass manchmal da, es gibt irgendwie immer so zwei Varianten pro Karte gefühlt. Erster, easy! Eieiei, wo bist du? Ja, erster halt, da wo ich halt hingehöre. Ernsthaft, jetzt ja, wirklich? Ich bin. Warum bist du so? Locker flockig! Und anstatt mal so ein bisschen Rücksicht zu nehmen und auf mich zu warten. Ah, no, jawohl. Und erst am Ziel. Oh, Gott, Medaille, so wie das sein muss. Ja. Du bist echt nicht normal. Lass mich los, ich warne dich. Aber ich bin weiter. Na, sehr gut. Top, top. Ja. Einfach guck, mal ich einen sag, Win geholt. Ich wusste nicht mal, wer du bist. Erster Platz. Killer. Ja, vielleicht solltest du den mal im Finale machen. Vielleicht sollte ich was machen? Den ersten Platz im Finale machen. Ja, wir kriegen nie die neuen Spiele, kann das sein? Nur die alten Spiele hier. Wozu gibt's überhaupt Season 2? Also klar, diese Mini-Verbesserungen und so, aber... Ja, es gibt neue Kostüme. Ja, es laufen jetzt alle mit den hässlichen Haaren rum. Ihr seid alle hässlich. Es ist so. Die sollen was anderes anziehen. Die haben alle einfach diese fettigen Spaghetti-Haare. Das nee, sieht aus wie ein braunes Gehirn. Ich schwör's dir, es sieht aus wie ein braunes Gehirn, wenn du dir das anguckst. Schaut euch das ich an. Bleib stehen. Hier, die Leute sollen sehen. Wie ein braunes Gehirn. Die Leute sollen es sehen. Diese Schande. Nein! Nein, du bist nicht runtergefallen. Doch, ich wurde geschubst. Das ist jetzt nicht wahr. Doch. Oh Mann. Oh, Arme. Ein bisschen mehr Mitleid kann es schon sein. Ja, ich habe so ein gewisses Kontingent an Mitleid pro Tag und es ist leider heute schon erschöpft. Es ist erst 0.54 Uhr. Hä? Es ist erst 0.54 Uhr. Ich zähle das aber pro Abend. Schubst einfach irgendeinen mit dem braunen Gehirn. Geschafft. Ah, neues Spiel. Springe und hechte durch Leifen. Ja, eigentlich kann ich das ganz gut, aber man muss halt ein bisschen manchmal mit Leuten zusammenspielen, aber eigentlich auch nicht mit denen. Du musst sie eigentlich so tun, als ob du mit denen zusammenspielst, um sie dann einfach bitter zu betrügen. Aha. Na. Ist so dein Ding? Ja, ein bisschen schon. Komm, jetzt sind wir alle drei hier. Oh. Boah, ey, wunderbar gesnitcht. Er ist aber eine Getränkedose, das ist schon cool. So random Kostüme finde ich nice. Yay, yay! Jawohl. Oh. Wie cool wär's, wenn es da so ein SpongeBob-Kostüm oder so geben würde. Mhm. Warum? Gib ihn mir! Jawohl! So, 3 von 6 Hälfte ist geschafft. Ich meine, ist die Gurke nicht Luke, die Seegurke oder wie die heißt? Ich hab keine Ahnung von der Luke-Seegurke. Doch, ich glaube Luke, die Seegurke. Und... Jawohl! Komm schon! Okay, nur noch ein. Nee, die heißt nicht so. Lauf, Felix, lauf! Nur noch den! Kevin, die Seegurke! Nein! Nein! Ich habe jemand anderen den Vorschub. Nein! Ah! Nochmal, jetzt ist meiner. Guck, Belohnung des Tüchtigen. Zack. Qualifiziert. Und die Seegurke ist wohl Kevin, die Seegurke. Ja, von welchem? Ich hab dir ein Bild geschickt, dann weißt du das. Das ist das Kostüm, das Seegurkenkostüm. Da habt ihr es. Das ist die Seegurke. Alright. Ja, das ist leider ein Greenscreen, dementsprechend sieht man die Seegurke nicht, weil die grün ist. Okay. Eierbockwacht. Okay, das ist nicht das Finale. Komm schon, ja. Hier, komm, halt ihn auf. Sehr schön.
So, wir haben drei gelbe Eier schon. Die Jungs müssen es nur nach Hause bringen. So. Du schaffst das. Ja, das habe ich doch. Oh Gott, das tut mir leid. Das tut mir leid, Mr. Rot. Hä, läuft doch gut bei euch. Ja, er läuft doch gut. Wir haben 19 Punkte. Wir sind einfach die absoluten Winner. Wir warten hier sogar ganz geduldig. So, jetzt geht's weiter. Aua. Zack. Ah, guck mal hier, wir haben sogar genug Leute, die beschützen. Einfach nur beschützen. Wir haben ja eh genug. Wir müssen nur beschützen, dass die anderen das ja nicht rausholen. Aber es sind auch genug, deswegen hol ich nochmal ein bisschen was. Ich find's auch ein bisschen weird, dass die einzigen Spiele, wo du was sammeln oder schnappen musst, da geht's um Eier oder Schwänze. Ja, kannst mal sehen, wer das Spiel wohl entwickelt hat. Da hat jemand wohl gewisse Präferenzen gehabt. Alter, wir haben ja verloren! Hä? Die haben irgendjemand all unsere Eier geklaut, hä? Aber Team Rot, hier holt sich alle Game wieder. Zack! Hey, jetzt. Jawohl, niemand klaut uns hier die Eier. Bleib, wo du bist! Junge. Ey, das war doch mal knapp am Ende. Blau ist aber rausgeflogen. Alter. Finale. Ich bin der Einzige ohne Kostüm hier. Oh Mann. Boah, wie viel Pech habe ich denn? Ich bin schon so weit unten. Oh. Komplett verkackt. Ich lege gerade meine ganze Hoffnung in dich. Und was machst du? Weiß nicht, was du machst. Ich konzentriere mich aufs Spiel. Ich kann nicht sehen, was du machst. Okay, aber schlecht bist du auch nicht, ne? Ja, aber von gut kann man da auch nicht reden, ey. Nee. Da gibt's ja schon irgendwie noch so gute Skills, sag ich mal, die man haben kann bei dem Spiel. Und ich würde mich jetzt selbst auch nicht als jemand sehen, der das hier richtig gut kann. Wow, ey. Aber war noch besser als der Cheater, der einfach drüber geflogen ist. Oh, fast. Okay, ich bin sehr, sehr weit unten. Einer schon rausgeflogen. Wir sind nicht letzter im Finale. Wir sind definitiv nicht letzter. Es ist hier runter gibt es auch noch mehrere Plattformen. Also, es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wir müssen jetzt nur. Ja, gut. Und ich bin auf der letzten Plattform. Was für ein Pack war das denn bitte? Ich sagte, es sah alles eigentlich relativ vergleichsweise gut aus bis zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt werden wir aber einfach sterben. Nein! Fünfter! Ey, immerhin. Immerhin. Das war keine schlechte Runde. Zieh dir was anderes an. Das liegt bestimmt am Outfit. Ja, genau, das liegt am Outfit. Ey, ich hatte echt. War echt ein guter Run. Schade, Mann. Ah, was gibt's denn hier? Siehst du dich jetzt wirklich jung? Ey, wenn, dann muss ich mir irgendwas Krasses kaufen. Ich kaufe mir jetzt einen Wächter. Das kostet einfach 11.000. 3, 2, 1, gekauft. Bist du des Wahnsinns? Ey, das musst du gerade sagen. Shopping Queen. Ja, okay, du siehst schon frech aus. Frech. Deswegen steht doch das F vorne drauf. Das steht für Felix. Das steht für Felix. Das ist ein F für Felix. Das steht für frecher Felix. Ich bin der freche Felix, also nehmt euch hier nach. Ich bin der Superheld hier. Ja, so ist das nämlich. Boah, das sieht ja richtig komisch von hinten aus. Ich seh dich gar nicht. Dümmste ist immer, wenn man diesen riesen Pulk drin ist. Er muss man um jeden Preis irgendwie vermeiden. Ja. Aber du bist gut vorne, du bist gut vorne. Ja, ich werde auch weiterkommen. Komm. Und immer. Jawohl. Oh, ich bin Zweite. Halleluja. Was? Nice one. Danke, das ist top, das Team. Boah, ich bin echt nur knapp reingekommen gefühlt. Ich war beste 50, aber jetzt sind alle mit mir gleichzeitig reingekommen. Ja, okay, da jetzt in dem Bildschirm sieht ja schon ganz nice aus, so mit dem hellen Kostüm. Wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Ja, man ist immer woanders. Ich bin genau in der Mitte bei mir, Mitte unten. Ah, doch, ich sehe dich. Bei mir bist du oben. Ja. Aber das Ding ist halt, das ist voll einzigartig. Also, die alle sind halt gleich gekleidet und du dachtest dir so, ich nehme den frechen Felix. Der freche Felix ist ein Unikat. Der kostet nämlich 11.000, wert schon so viel Cash in Fall Guys. Na, da muss man erst mal raushauen können. Oh, scheiß Schleimkraxler. Hoffentlich wenigstens Schleimkraxler mit den Baumstämmen. Ne? Und nicht mit den Bällen.
Let's go. Puh, oh, puh, ja, puh, ja, puh, ja. Puh, 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 puh. Ich nehme immer den Safety-Weg, ne? Ja, ich weil ich schaff das eigentlich nie. Jetzt habe ich es mal ausnahmsweise geschafft, den besseren Weg. Die pöbeln halt so unnormal rum in diesem Level. Und... Alter! Drück mich nicht dahin, ihr Assis. So, Safety-Weg. Das Gute ist, du kannst nur rausfliegen, wenn du selbst rausfliegst und nicht, weil du zu langsam bist. Ja, du kannst einfach ganz entspannt machen. Ach so, ja. Richtigen Moment abwarten. Du musst nur hoffen, dass sich niemand halt dumm runterdrückt. Oh, ich wurde dumm runtergedrückt. Ja, du musst den richtigen Moment abwarten, dann ist er durch. Ah! Ja. Gar nicht so einfach. Das ist eigentlich recht easy, ja, alles. Alright. Okay, das letzte kleine bisschen noch hier. Oh Gott. Oh, bei mir sieht es auch gar nicht so schlecht aus. Also auch nicht so gut, aber auch nicht so schlecht. Naja, das Schlimmste ist immer das Ende da oben. Ja, wobei das Schlimmste ist einfach nur, wenn zu viele Leute da sind, die ich dann irgendwie runterhauen. Ja. Oh, hey. Okay, ich bin beim letzten. Wo bist du denn? Oh, ja. Ist knapp hinter dir. Ich höre, du schaffst es, go, go, go! Und go, 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 go! Du schaffst das, ja, immer ein abwarten. Nein! Warte. Und du schaffst das. Oh. Nein! Oh mein Gott, war das knapp! Oh mein Gott, ich bin hier! Oha! Oh mein Gott! Alter, Lisa, krass, das war heftig. Ich war noch nie so jetzt weit. Jetzt vorsichtig. Ich trau mich nicht weiter zu laufen. LOL! Ich bin ausgeschieden, wie dumm war das? LOL, ich noch nicht. Wie dumm war das denn? Lisa, du musst es jetzt schaffen, du musst die Ehre holen. Ich hab mich richtig dumm selbst rausgehauen. Das ist zu viel Druck! Oha. Vorsicht, da kommt noch einer, genau. Und. Ja. Ne, warte. Und go! Ja! Oh mein Gott, ich hab den Schlagkraft! Hey, verpiss dich! Du hast es! Oh mein Gott! Nice! Das ist mein erstes Mal gewesen. Ja, krass. Das war stark. Ach, Gott. Wir sind echt wieder rausgeflogen. Mann, ey, ich bin so dumm nur rausgeflogen. Ist richtig ärgerlich, aber jetzt guck mir Lisa zu. Lauf. Der ist easy, den holst du dir. Sehr gut, und zurück hoch. Ja, und genau schräg hinlaufen. Ach, schade, zurück. Der war schon weg. Ah, nur noch zwei. Ja, los, der ist easy. Geh da durch. Und umdrehen hinter dir. Nee, oh, wieder oben, neuer. Nein. Ah, schade. Oh Mann, das ging zu schnell. Neue Runde, neues Glück. Oh nein, ich hab euch alle enttäuscht. Let's go. First try bitte alles einfach, ja? Ja, ich glaube einfach nur geradeaus durch. Ja gut, ich hab kurz angehalten, sonst wäre ich nämlich. Sonst hätte das nicht funktioniert. Okay, also ich bin schon mal erster Checkpoint. Nein! So schnell kann es gehen. Ich bin Erster einfach. Zweiter. Streber. Keiner mag Streber. Keiner mag Streber, Felix. Ist einfach Tatsache. Ach, Mann, ey. Bist du tot? Nein. Ah, Mann! Aber mich hält ja einer auf. So, du musst immer geduldig sein hier bei den Dingern. Okay. Ich bin gleich auch drüben. Ja, komm hier. Okay. Als Zip da rein. Easy. Tschüss. Hast du auch geschafft? Ja, ich war sogar mega früh. Team abschweifen, geil. Aber Finger weg von Schwänzen, ja? Ich muss aber ein paar Schwänze holen. Ist Team rot? Team bist du? Ja. Ja, rot, natürlich. Oh, cool. Ich hab gar keinen Schwanz. Ich muss einen suchen. Ja, gut, wenn es sein muss. Dann hol dir zumindest einen blauen oder so. Nee, einen gelben. Ich wollte einen gelben nehmen. Wow, die sind zu blöd, die mir zu klauen. Okay, der nicht. Ich hab von grün geklaut und jetzt wird mir geklaut. Ich brauch meinen Schwanz zurück. Wir sind, wir verlieren gerade. Ja, ich weiß, deswegen suche ich ja einen Schwanz.
Aber die sind richtig gut alle. Guck mal, er läuft da so rum und denkt sich einfach so... Nein! Warum sind wir so schlecht? Das freue ich mich auch, ey. Kann mir bitte irgendwer seinen Schwanz geben? Das wäre richtig nett. So leicht funktioniert das nicht. Warum? Wir haben auch Bedürfnisse und wollen ihren Schwanz vielleicht behalten. Nein, ich brauche den aber. Es ist mir 30 Sekunden Zeit. Jawohl. Alter, das war voll der Superhelter. Oh Gott, weg hier. Ey! Hä? Ja, ich hatte einen, dann hat einer mit Schwanz mir ihn weggenommen. Wie geht das denn? Hä, vielleicht hat er zwei Schwänze. Scheiße, mir hat er wieder weggenommen. Doppelschwanz. Ich hab einen Schwanz, 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 ich hab einen Schwanz. Ach Mann, der wird mir immer zurückgeklaut! Ich versuch den jetzt einfach zu behalten. Ja, nein! Ja, oh, ja, ja! Oh, geschafft, okay. Boah, ein Rot hat's mir in der letzten Sekunde meinen eigenen Schwanz weggenommen. Was bist du für ein Teamkollege, Alter? Klaut er mir einfach. Halt's auf. Okay, nice. Schwänze Game gewonnen. Nice. Ui, das habe ich ewig nicht mehr gespielt. Ich opfer mich am Anfang und danach dann nur noch schön vorsichtig. Ja, schwierig. Warum? Ja, man muss so vorsichtig sein. Lass die ganzen Idioten erstmal vorlaufen. Alter, das ist ja voll die kranke Taktik, sich so doppelt so vorzuspringen einfach da. Ey, der... Der ist einer, der hat's aber komplett, aber... Oh mein Gott, Alter, das haben wir noch nie so schnell erlebt, dieses Ding, oder? Willst du weiter? Ja, aber wie krank war das denn? Das war krass. Ey, der war bestimmt Cheater dabei oder so. Der den Weg nee, der hat immer diese Doppelsprünge gemacht, der war... Und hatte... Oder hatte... Ja, kann sein. Das, aber ich sehe eigentlich keine Cheater mehr in der Season 2, das ist ganz ich geil. Auch nicht. Aber ja. Vielleicht ist so ein geheimer Cheater, der sieht die Sachen, aber ist nicht so offensichtlich. Der hat uns sneaky cheaty. Boah, es ging schnell. Finale! Oha, wir sind zusammen im Finale! Gott, wir sind beide im Finale! Das ist das erste Mal! Das ist krank. Ich glaube, wir sind echt zum allerersten Mal in der ganzen Geschichte von Fall Guys zusammen im Finale. Gut, wir haben auch nur 3 Abende zusammengespielt, aber immerhin! Yes, yes, yes. Der Druck ist groß. Wir haben noch keinen Duo-Sieg in Warzone. Aber wenn wir jetzt hier zusammen im Finale sind, finde ich, grenzt das schon an unsere größten Achievements. In der Beziehung. Ja, wirklich. In der Geschichte der Menschheit. Das auch. Oh, bei mir sieht es nicht gut aus. Bei mir sieht es ja nicht gut aus, du. Nein. Nein, ich bin schon sehr weit unten. Ja, ich bin auch. Ich bin ganz weit unten. Aber selbst verschuldet. Ich mache manchmal diese Rettungssprünge und dann fällst du eine runter, noch eine, hast keine Chance überhaupt mehr, dass es aufhört. So. Ich bin einfach schon auf der letzten Ebene. FML. Ich bin auf der vorletzten Ebene. Das ist doch ärgerlich, einfach nur. Aber ich bin immerhin nicht die letzte, also es sind schon welche andere raus. Genau! Nein, oh genau. Mann! Nein! Ah! Ach Gott! Bist du auch raus? Ja! Ah, schade. Ja, wir waren beide Top 10 auf jeden Fall. Wir waren gleich so Top... Wir waren gleich 7. und 8. oder sowas. Also, ey, das war eine gute Runde. Das ist der Gewinner. Alter, was hat der für einen geilen Skin? Den möchte ich auch haben. Der war bestimmt teurer als dein Umhang. Ja, wahrscheinlich. Leute, aber das war's mit unserer zweiten Folge von Fall Guys. Bitte einfach mal einen Daumen nach oben geben, weil die Tonqualität nicht so scheiße diesmal war. Einfach mal, allein dafür bitte einen Daumen nach oben. Und ich fand die Leistung war auch nicht schlecht. Wollt ihr noch mehr Fall Guys sehen, dann schreibt es in die Kommentare. Oder wollt ihr irgendein anderes Spiel sehen, dann schreibt es auch in die Kommentare. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, danke. Danke für diese klasse Leistung. Wir sehen uns demnächst wieder. Mach's gut. Tschüss.